Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mit Marcel Hirscher. Hallo Marcel. Martin, hi. Ich glaube, die ersten Österreicher fangen gerade schon zu staunen an, wie Marcel Hirscher in Modern Koi Blog kommt. Und es ehrt uns natürlich auch. Kann man sagen, der beste Skifahrer aller Zeiten wahrscheinlich, wenn man die Erfolge zählt. Oder? Ist natürlich schwer zu sagen. Also es waren andere Zeiten, aber für die deutschen Zuseher haben wir mit Felix Neureuther ziemlich gebettelt und war eine super Zeit. Ja. Du hast 8-mal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen, von 2012 bis 2020. 2019, ja. 2019. Mhm. Und ich habe mal im Internet geschaut, witzigerweise. Also ich habe keine Sportart gefunden, wo das einem anderen irgendwo mal gelungen ist, über so eine Zeit so eine konstant brutal hohe Leistung zu bringen. Es ist natürlich rückblickend unvorstellbar, wie viel Glück es auch gebraucht hat, um so viele Jahre unverletzt zu bleiben, um jedes Rennen bestreiten zu können. Und ja, es ist schon eine verrückte Zeit gewesen, was da alles passiert ist in diesen 15 Jahren Profisport und 10 Jahre Weltcup, 8 Jahre den Gesamtweltcup zu gewinnen. War ein hartes Stück Arbeit, aber es war sehr cool, es war sehr lehrreich, es war sehr erfolgreich. Und das Schöne ist, dass ich ein gutes Team gehabt habe. Mit dem Team gemeinsam haben wir eigentlich die Erfolge rausgefahren. Und das Schöne, und das ist eigentlich noch viel schöner, dass wir jetzt gemeinsam alle wieder vereint sind mit einem neuen Projekt. Und du produzierst Ski, um das ganz einfach auszudrücken. Du hast deine eigene Skimarke jetzt gegründet. Genau, von dir Red Bull Sports. Wir produzieren Ski und im Premium-Segment und das Tolle ist, wir steigen jetzt im kommenden Winter in den Weltcup ein und gibt es einen schönen Projekttitel, Projekt 68. Ich habe 67 Rennen selber gewonnen, der 68. Sieg soll über die Marke stattfinden. Geil. Und na, ist ein Riesenprozess, der momentan stattfindet und dann kommt es mir oft nicht ungelegen, wenn ich am Kalteich sitzen kann und meinen Fischen beim Fressen zuschauen. Und für alle, die sich für die Marke interessieren von Marcel Hirscher, werden wir unten jetzt einblenden, wie sie heißt. Ein Link auf eure Webseite und dann könnt ihr da schauen. Also ich habe auch, die Zahl 8 verfolgt mich auch im Skifahren, weil ich hätte mir 8-mal fast das Genick gebrochen. Ich habe aber allerdings auch erst spät angefangen mit 42 und meine Tochter hat dann irgendwann gesagt, Papa, lass das bitte. Du bist einfach nur schnell, aber dein Schnell sieht ganz anders aus als bei allen anderen. Wäre vielleicht schön, wenn du mir noch ein bisschen erhalten bleibst. Wahnsinn, wie bist du zum Koi gekommen? Vorher noch eins. Wir haben noch was ausständig. Unser gemeinsamer Skitag. Nur, den möchte ich nur noch mal erwähnt haben. Ah, genau, den haben wir ja noch. Bis jetzt ist er nicht zustande gekommen. Stimmt. Und du traust dich wirklich, dich mit jemandem zu zeigen? Glaubst du nicht, dass das deiner Marke irgendwie, deinem Markenaufbau entgegenwirken könnte, wenn du mit jemandem wie mir dich auf der Piste zeigst? Absolut gar nicht. Wir werden super Fortschritte in sehr kurzer Zeit machen. Ich bin ein ziemlich guter Skilehrer, glaube ich. Ja? Und den ein oder anderen Trick gibt es natürlich auch dort. Ich bin gespannt, ich freue mich. Ich war schon mit Olli Rogge Skifahren, auch passionierter Skifahrer und sehr guter Skifahrer. Der hat nichts an mich hingebracht. Wobei er sich auch nicht um mich gekümmert hat, sondern als Ego-Shooter vorausgeschossen ist und ich irgendwie versucht habe, dran zu bleiben. Ich war nach 2,5 Tagen, ich habe irgendwann zu Olli gesagt, meine Knie, die zittern so. Und er war damals noch aktiver Handballer, weil er so körperlich topfit. Aber ich freue mich, in welches Skigebiet gehen wir? Was ist gut? Dachstein West. Dachstein West ist ein kleines Familienskigebiet, wo ich ursprünglich aufgewachsen bin. Pisten von, wie sagt man da, ich habe mich nie orientiert nach den Farben. Ich glaube, blau und rot. Rot ist leicht, oder? Ne, blau ist leicht. Blau ist leicht. Blau ist leicht. Schau, da hast du jetzt wahrscheinlich gezeigt, dass du wirklich, was Skifahren angeht, entrückt bist, dass du die Farben nicht mal kennst. Der lacht sogar ziemlich hinter der Kamera. Ich weiß, dass Schwarz das Schlimmste ist, weil da bin ich ein paar Mal runtergefahren. Die Black Mamba am Kitzsteinhorn bin ich runter. Da lag ich dann auf so einer Eisfläche, gefühlt 10 Minuten und immer wenn ich mich bewegt habe, ist es weitergegangen. Links und rechts neben mir sind die Vollirren vorbeigeschossen. Also ich bin gespannt, freue mich, bedanke mich auch im Voraus schon mal und bin echt heiß drauf. Das macht man, cool. Wie bist du zum Koi gekommen? Ehrlich gesprochen, mein Teamkollege, damaliger Teamkollege Reinfried Herbst, den ihr auch aus anderen Modern Koi Blogs kennt,
Hat mich eigentlich auf das Koi-Thema gebracht. Ich wollte ursprünglich einen Speisefischteich, Forellen, Saiblinge, wolltest etc. Wolltest du wirklich essen? Ja, wollte ich wirklich. Kultur. Ja, wollte ich machen. Haben wir gedacht, das ist cool. Habe dann bemerkt, dass ich eigentlich viel zu wenig Wasser habe für Forellen zum Beispiel. Ja. 2 Sekundenliter war die Vorschrift. Null Chance, woher soll ich das Wasser bekommen? Und habe dann gesagt, okay, mit dem Reini ausgetauscht, habe gewusst, er hat Fische. Und dann bin ich bei ihm gesessen am Koi-Teich. Und ich war komplett fasziniert, bin da gesessen, ich wollte nicht mehr nach Hause fahren, habe mir gedacht, boah, das ist eine Oase und diese Fische, sie begeistern mich und das ist bis heute. Und so hat sich das intensiviert. Ich habe dann wie die meisten wahrscheinlich begonnen mit normalen Fischen. Normalen Fischen. Und das, was dir gefallen hat. Eurokois. Und dann hat sich halt das alles so weiterentwickelt. Bis hin, dass ich dann schlussendlich zu dir gekommen bin und mittlerweile, glaube ich, ja, sind die Fische ganz okay, die bei mir sind. Auf jeden Fall habe ich sehr viel Freude damit und freue mich jeden Tag, wenn ich da früh zum Füttern gehe und ja, ist einfach schön. Also ich möchte es wirklich nicht missen. Und als kleinen Vorausblick auf September, wir werden demnächst bei Marcel sein, werden dort eben von seinen Anfangskoi, die werden wir dort wegholen. Und werden sie dann im September versteigern. Also wenn Sie nicht nur irgendwann einen Schied von dir, von Marcel, besitzen wollen, sondern auch einen Koi, der irgendwann mal ein paar Jahre in seinem Teich geschwommen ist, dann wartet auf September, da kommt eine große Auktion. Weißt du schon in etwa, wie viele Koi es sein werden? 20, 30? Ich glaube, dass wir mit 20 gut dabei 20. Sein werden. Ja. Also ich bin selber gespannt, ich war jetzt ein Jahr nicht mehr da. Aber letztes Jahr, also in deiner Innenhälterung, wie viel hatte ich so wie bei uns? 5.000 Liter, glaube ich, gell? 3.000 Liter. 3.000 Liter. Also die sind unglaublich gewachsen. Sind gut gewachsen. Es ist echt cool. Und jetzt sind, muss man einfach sagen, es sind einfach zu viele. Und müssen das zu Hause wechseln. Und es ist sehr gutes Material, wie die Skifahrer sagen. Hier haben wir schon mal ein paar, wir hatten für dich vorselektiert, ein paar Jumbo Tosai. Du hast gesagt, du willst 10, 15 kleine Ferraris zur Aufzucht in der Innenhälterung über den Winter. Und die haben wir jetzt schon mal ausgesucht. Du siehst sie heute zum ersten Mal live. Jo. Du hast sie vorher auf dem Video gesehen. Und wie ist dein erster Eindruck? Ganz ehrlich, ist natürlich unfassbar wieder. Was mir immer wieder fasziniert, sind halt die Unterschiede vom Wachstum, die man klar erkennen kann. Und ja, Kutschako ist halt einfach, was mir momentan eigentlich fehlt, komischerweise. Ja, wirklich komischerweise. Und auf die freue ich mich sehr. Shusui, wenn du einen hast, der ein bisschen mehr Weiß hat. Den haben wir. Das ist auch einer, der schiebt gerade noch mehr Rot. Der ist vom Körper, von der Qualität top, aber ist halt vom Typ der Hi-Shusui. Ich hole mal einen Kescher. Und dann zeige ich dir mal den, der bei mir schwimmen würde. Der schiebt gerade auch ein bisschen rot, aber nicht in dem Maße. Und da kommt auch nicht mehr dazu, als das, was man gerade sieht. Und das, was jetzt orange ist, das wird dann auch komplett in der gleichen Farbe durchfärben wie der andere. Und der hat auch nochmal eine ganz andere Körperstruktur. Hat eine super Rückgratbeschuppung. Also wirklich super lecker. Der Kopf ist heute noch ziemlich beige, der wird noch heller werden. Aber den kannst du locker auf 85 cm machen. Und wenn du jetzt mal siehst, auch hier die Körperstruktur nochmal anders. Also wenn man die zweimal vergleicht. Ist es sowas in der Richtung, wie du dir vorstellst? Absolut. Das ist gut. Sehr, sehr cool. Von den Kutschaku muss ich mal schauen, ob wir hier noch was drin haben. Du willst Beni Kutschaku, allerdings habe ich... Oder haben wir da immer das Problem, dass die Beni Kutschaku im Innenraum werden, die zu normalen Kutschaku. Und erst später im Außenbereich werden sie wieder dunkler. Pass mal auf, wir holen mal unten eine Messwanne. Und dann können wir immer die Varietäten reinsetzen. Was ist deine Lieblingsvarietät so über alles? Bitte sag Karashi-Goi. Nein, Spaß. Nee, es bleibt bei Karashi. Ja? Ja, schon. Was ist dein größter Karashi, den du hast? 90? So roundabout. So ja, 90 ungefähr. Ja. Wir, haben letztes Jahr einen großgezogen für Marcel. Ja. Das ist der, oder? Nein, es ist
Der wird auch ungefähr so bei die 87 sein. Mhm. Und den großen mit 90 habe ich von Rheinhild. Okay. Und mir taugt aber diese Zutraulichkeit. Voll geil, ja. Faszinierend, wie sich das Gefüge in dem Kreuzteich dann verändert. Mhm. Wenn die großen Karaschi da sind, die strahlen einfach schon die Ruhe aus. Das stimmt. Wuhu. So, dann haben wir mal drei Kutschaku. Jumbo Tosai, wohlgemerkt. Am Anfang hast du gesagt, das ist deine favorisierte Körperform, gell? Mhm. So, die beste ist aber er. Das sind ja alles Karashi Kutschaku. Mhm. Und das ist noch die ursprüngliche Kutschaku Körperform. Und das ist die typische Karashi Kutschaku und auch Karashi Körperform in der Größe, wohlgemerkt. Also, das sind Jumbo Tosai, der hat 45 cm. Mhm. Also, das ist kein Würmchen. Er hier hat 47 und er wird Beni Kutschaku, also als der kam, war er richtig rot, hat eine tolle Zeichnung, alles, aber Beni Kutschaku leiden halt häufig drunter, dass sie im Innenraum, dass sie nicht die Körperstruktur haben und auch nicht ganz so schnell wachsen. Ist immer so. Wer schön sein will, muss leiden. Ja. Freund hat letztens erzählt, er hat einen Range Rover Sport, nur Probleme mit der Elektronik. Sein Vater hat einen eine G-Klasse, und dann hat sein Vater gesagt, wer schön sein will, muss leiden. Er hat ein Auto wie ein Gartenhaus, aber es funktioniert. So, also meine ganz klare Empfehlung. Das hier wirst du über den Winter in der Innenhalterung auf 70 kriegen, locker, eher 75. Ein wahnsinnig metallikfarbenen Glanz, tolles Matsuba, schneeweiße Flossen. Und er hat auch, wenn wir jetzt mal die zwei anschauen, im Vergleich, er hat auch ein viel intensiveres Rot als er hier. Mhm. Also das ist Traditional Kutschaku und das ist Karashi Kutschaku. Cool. Dann bleiben wir bei dem, Martin. Juhu. Gerne. Du kannst aber auch beide nehmen. Na. Nein. Das ist die Kunst. Wenig, aber das Beste. Dann gucken wir uns mal die Ochiba an. Das ist ein richtig geiler Koi. Ochiba haben auch alle Karashi-Blut und bei denen ist es jetzt so, die sind hier deutlich heller angekommen. Das auch mit unserer Kunstbeleuchtung hier, weil es relativ dunkel ist hier drin, werden die auch dunkler und weil sie sich einfach versuchen zu tarnen, das ist wie Chagoi, die sich in einem Boden anpassen. Und welcher hier jetzt der Beste ist, dir gefällt der am besten, gell? Mir gefällt das Dunkle, gefällt mir voll gut. Körperstruktur sind die zwei ein bisschen besser, obwohl, ne, ist einfach eine andere Körperform, das ist auch top. Also da musst du wirklich deinen Geschmack spielen lassen, wobei, wenn du den nimmst, solltest du einen von den beiden auch noch mitnehmen. Das ist geil. Also, hier wahrscheinlich, das. Gigantisches Netzmuster, gigantische Zeichnung. Das ist so mehr der Chagoi-Typ, der helle. Und er ist so der Kohaku-Typ, auch mit der abgestuften Zeichnung.